So, das ist ein Eckbüro hier. Mehr oder weniger. Wir haben hier eine Glaswand und nur da die Wand, die wir renovieren müssen. Dafür haben wir mehr Fläche, wie es aussieht, und müssen deshalb mehr Boden machen. Moment, wo haben wir Boden? Upsa. Wir nehmen, ja. Wir nehmen mal den Boden. So einen würde ich zwar eher ins Badezimmer machen als in ein Büro, aber ist okay. Tja. Dann streichen wir die Wand um Himmels Willen. Genau so streichen wir die Wand. Also ich bin halt immer wieder entsetzt, welche Muster da so ins Spiel reinkommen. Können wir das freischalten? Dann wählen wir mal das hier. Die lassen es ja teilweise gar nicht zu, dass du irgendwie was Cooles machst. So, wir haben noch 400 Dollar. Wir müssen den Wert. Ach so, die Decke haben wir auch noch nicht. Alter Schwede, ey, das kostet aber auch Nerven hier. Machen wir weiß. Bin gleich pleite durch die Renovierung. Wir haben noch nicht mal Möbel drin. Also da kommt ja so ein anderes Spiel, was mich viel mehr reizt. Weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Da machst du eine komplette Nachbarschaft. Legst du Parks an und baust Häuser und so weiter. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Schön Müll entsorgen. Wir müssten so eine Anzeige machen, wie viel Müll du noch drin hast. Dass du weißt, ob sich Suchen lohnt. Also ich bin ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir länger wie eine Stunde aushalten, aber die Hütte hier will ich noch vermieten. Der Mieter will 398. Wir können natürlich auch komplett hier drauf gehen. Die wollen zwei Zimmer mieten. Oh, please. Die wollen eins mieten. Pathway Education. Die wollen 500er Bürowert. Ein 500er Bürowert. Ob ich den mit 580 Dollar hinkriege, mag ich mal offen lassen. Wir brauchen einen Schreibtisch.
Wir nehmen den hier. Einen Bürostuhl. Nehmen wir mal den hier. Einen Computer. Den stellen wir mal hierher. Bietet natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, dass dahinter ein Kaffeebecher fällt, den wir nicht sehen. Eine ganz blöde Idee. Stellen wir ihn hierher. Dann sehen wir hier einen Kaffeebecher, wenn er hinten dran liegt. Dazwischen dürfte ja keiner passen. So, dann sind wir nämlich jetzt schon bei 116. Dann könnten wir nun noch Tastatur und Maus und so da oben hinlegen, kaufen. Tastatur. Und Maus. Monitor können wir uns gerade nicht mehr leisten. Das machen wir dann morgen. Tag 18. Ah, ich vergaß. Wir müssen ja erst Müll sammeln. Ich habe das Gefühl, je mehr Büros du hast, umso weniger wird es in einem. Die scheinen sich über die Fläche zu verteilen. Ah, auch egal. So. Dann kriegt der jetzt hier einen Monitor. Dann kriegt er noch ein Telefon. Aber was für ein Wert sind wir denn? Dann nehmen wir mal hier. Drei Aktenschränke, da sind wir schon bei 237. Das reicht aber noch nicht. Wo haben wir hier die Ordner? Passt, wir müssen jetzt auch nicht alles damit vollstellen. Wir haben noch ganze 7 Dollar. Jetzt haben wir wieder 500. Ist ja schön, dass die den Beutel hier, auch wenn er vor der Mülltonne liegt, interessiert die gar nicht. Wir könnten also den ganzen Raum, also unseren ganzen Raum zumüllen, das würde die auch nicht interessieren. Also ich würde ja sagen, da kommen jede Nacht ein paar Vandalen vorbei.
Wenn das die Mitarbeiter sind, die die Büros hier bezogen haben, würde ich sagen, die Dreckschweine sollten mal aufräumen. So, wir müssen hier auf den Wert von, ich habe schon wieder vergessen, 496. Da müssen wir noch ein bisschen. Wir brauchen einen guten Die haben echt einen besseren Wert wie so ein Nobelstuhl da. So, dann gucken wir mal, ob wir hier einen sinnvollen Tisch dazwischen kriegen. Aber ich glaube, wir haben kein Geld mehr für einen sinnvollen Tisch dazwischen zu kriegen. Ja. Immer noch nicht fertig. Nochmal einen Tag weiter. Ja, also irgendwie sind wir bei 37% und bei 50% kriegen wir 1000er Bonus plus die 80 Style-Punkte, wo wir neue Designs freischalten können. Ich glaube, bei 25% hatten wir schon mal sowas, kann das sein? Das hat dann den Rechner erstmal zum Absturz gebracht. Beziehungsweise das Spiel zum Kollaps. Der Rechner blieb ja da. So, wir brauchen einen Tisch für dazwischen. Kleiner Plastiktisch bringt mehr Punkte als dieser Tisch. Deshalb kaufen wir einen kleinen Plastiktisch, den wir hier dazwischen stellen. So, wir sind bei 400. Puh. Wir stellen einfach hier unten einen zweiten Rechner nebendran. Reicht immer noch nicht. Was soll denn der Käse? Wir kommen dann morgen nochmal. Jetzt aber, komm. Eine Klimaanlage für 200 kaufen. Okay. An die Glaswand hier oder was? Geht doch gar nicht. So, jetzt sind wir bei über 500. Das müsste reichen, um hier die Miete durchzuwinken. Wenn wir noch ein bisschen weiter treiben und auf 600, 700 hochkommen, können wir die hier reinmieten. Wir haben die Anforderungen erfüllt. Wieso haben die hier 500, wenn hier, na, egal.
Jetzt machen wir, glaube ich, ein Tausender am Tag. Wie, wir haben hier nicht aufgeräumt? Das hätte ich jetzt hier an dem Gebäude gar nicht gesehen, weil hier drin nur eine Kiste stand. Das ist ja übel. Jawohl. 996 kriegen wir. Dafür müssen wir jetzt 3 Büros putzen. Hey. Ah, was Dreckschweine. Frisch eingezogen, müllen sie hier direkt alles zu. So, 210 zahlen wir hierfür. Ne, dass wir den Müll mal wieder los sind. Und trotzdem haben wir was übersehen. Was haben wir denn übersehen? Wollt ihr mich verscheißern? Das ist auch super. Ich kann B drücken und dann kriege ich ein Handsymbol gezeigt, wo ich den Müll entsorgen muss. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist Müll. Da unten liegen noch Sachen. Da unten einen Kaffeebecher gesehen, im toten Winkel habe ich den übersehen, ne? Hinterm Stuhl. Hallo Snogo. Schönen guten Abend. Ich weiß nicht, wie es ihr empfindet, aber ich empfinde es gerade ein bisschen zäh. Ich glaube, wir können langsam mal wechseln. Ja, fit ist alles. Die Demo von diesem Spiel hier ist noch nicht so ganz fit. Wir mussten schon vom offiziellen Let's Play-Spielstand bzw. Anspiel-Spielstand auf meinen privaten Spielstand wechseln, weil das Spiel abgestürzt ist. Okay, wir haben wohl allen Müll eingesammelt. Neuer Tag. Neues Glück. Wir haben 4000. Und müssen wieder die Büros unserer Mieter reinigen. Ah! Spiel ist noch ein bisschen buggy.
Also die Demo, die Beta Work in Progress Tech Demo Preview ist noch ein bisschen buggy. Wenn die nicht buggy sein darf, was dann? Aber gut. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo noch irgendwas übersehen. Dem ist aber nicht so. 3 Punkte! Yay! Man ist wirklich glücklich und zufrieden mit uns. Ich bin nicht so wirklich glücklich und zufrieden damit, dass ich jetzt denen ihren Müll wegräumen muss. Das Spiel habe ich, ja. Aber noch nie Let's Played. Das wollte ich damals Let's Playen, als es rauskam, dann wurde ich krank. Dann habe ich es bleiben lassen. Dann kamen schon wieder andere Sachen. Und ich stecke da auch nicht mehr so drin. Was da so Erneuerungen und so gab. Aber Going Medieval, das hatte ich schon. Oder habe ich schon. Nee, damals hatte ich Corona bekommen, glaube ich. Und dann konnte ich keine Videos machen und nicht streamen. Und dann habe ich es bleiben lassen. So, ich glaube, wir haben alles sauber. Wir haben 5000. Die Frage ist, können wir schon wieder ein neues Büro mieten? Wahrscheinlich. Und mir kraut's davor. Es macht hier mal so ein bisschen Spaß, aber so länger wie 1,5 Stunden spielen und ich fange an hier langsam zu überlegen, was wir sonst spielen könnten. Nein, dieses Spiel aus No-Go. Wie fange ich jetzt an, das zu erklären? Diese ganze Bürogeschichte hier war vermüllt. Die Flure. Die Büros, die musste ich erstmal renovieren und dann ausstatten und dann vermieten. Und dann muss ich die jetzt putzen für die Mieter. Dafür kriege ich ja meine Miete. Und wenn ich nichts übersehe, sind die total happy mit mir. Und ich kriege Geld. Und jetzt haben wir 6.900 und jetzt können wir mal gucken. Also, ich bin am Überlegen, entweder das hier für 6.000 zu mieten oder die kosten 8.000. Dann müssen wir das da mieten. So, so sahen die Büros vorher aus, die jetzt so aussehen. Super, das kann ich kaputt hauen. Und dann ist es Müll, den ich einsammeln muss. So, dann sammeln wir mal den Müll ein.
Wie, das muss ich mit dem Hammer machen? Du willst mich verarschen, oder? So. Ei, die haben wir noch gar nicht gereinigt heute. Wir haben Ast gekauft. Schlimmer Fehler. Ast mal reinigen. Können wir gleich mal gucken, Duran, ob es auch Helfer gibt. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Also zumindest nicht in dem Gebäude. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir in dem Gebäude alles haben. Also ich meine, wir müssen die wahrscheinlich, das hintere Gebäude, Büro müssen wir wahrscheinlich das, was vermieten können, extrem stark renovieren. Das wird wahrscheinlich auch nichts sein, was von eben auf jetzt geht. Aber es ist halt wieder ein... Nee. Das ist nie euer Ernst. Also ich glaube, dass wir irgendwann halt hier hinten richtig, also in dem Büro hier müssen wir auf jeden Fall richtig fett was reinbauen. Was mit Sicherheit sehr, sehr viele Punkte braucht. Dann kann es wahrscheinlich dazu kommen, dass wir auch noch hier die Toiletten renovieren müssen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sagen, wir müssen hier die komplette Fläche renovieren und müssen hier eine Lobby hinbauen oder so irgendwie was mit Rezeption. Das gibt es ja auch zu kaufen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die dann sagen, die Demo ist rum, weil wir 100% haben oder so. Und dann geht es wahrscheinlich im Vollpreisspiel weiter zum nächsten Gebäude, was du dann wieder... Und kriegst wahrscheinlich das Geld aus dem ersten dann gesammelt und hast dafür dann Personal. Lange Hände, macht einen weiteren Griffbereich, sofortige Müllentsorgung. Was ist denn die sofortige Müllentsorgung? Und doppelt so schnell laufen. Wahrscheinlich müssen wir dann gar keinen Müll mehr zusammensammeln. Wahrscheinlich, wenn wir das hier geskillt haben mit 250 Punkten, ist Müll instant weg. Beschleunigt das Sammeln und Entfernen von Müll. Ja, hervorragend. Und das hier sind halt unsere Mieter. Die und die hier. Wir könnten natürlich jetzt auch irgendein Büro, was an so einen hier vermietet ist, für $200, könnten wir jetzt kündigen. Ja, dann können wir reingehen und können das aufwerten und können es an die hier vermieten, die uns dann fast $700 Miete zahlen. Das ginge auch, dass wir Excel rausschmeißen. Aber ich weiß vom besten Willen nicht. Wir probieren es mal. Wir haben Excel rausgeschmissen. Und wir versuchen jetzt mal Nexus Design da ein Büro reinzumachen. Wir brauchen 700 Wert. Das hier war Excel, das hier ist nicht mehr vermietet. Wir haben 250. So, dann stellen wir erstmal einen Monitor auf den Schreibtisch. Dann kriegt er dazu natürlich die Tastatur, Maus und PC. Thank you.
Und er hat natürlich noch einen Privatrechner nebendran stehen. So, dann kriegt er eine Klimaanlage an die Wand.